Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Otherworld 3, Schatten des Herbstes. Genau, ich habe ja hier letztens im Museum aufgehört, also es sieht mir zumindest nach einem Museum aus. Und wir haben ja auch in der letzten Aufnahme schon auch wieder einiges geschafft und auch erlebt. Unter anderem haben wir, waren wir ja erstmal in einer tollen Landschaft, wo wir halt auch ein Schloss unter anderem sehen konnten und halt auch ein kleines Dörfchen. Und da haben wir ja auch die Schlossverwalterin Mrs. Willow oder halt die Frau Willow an sich halt jetzt kennengelernt, und wir haben ihr halt beim Reparieren des Brunnens geholfen. Und dann haben wir ja auch noch erfahren, dass es auch dort eine magische Welt gibt. Mithilfe des magischen Blicks konnten wir ja auch durch die magische Welt dort reisen. Und da haben wir ja auch viele Kobolde gesehen, wo wir halt auch so Handelsgeschäfte gemacht haben. Und dann haben wir ja auch noch den Fluch der Feenkönigin erlebt, und auch den haben wir auch gebrochen, den Fluch. Und ja, als Beweis, hier haben wir ja den zweiten Teil des Artefakts, und uns fehlt nur noch ein Teil und dann ist das Artefakt auch schon komplett. Oh ja. Ja, und jetzt geht's hier natürlich weiter. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Hallo. Auf dem Gemälde im Spiegelbild ist ein Feenwesen zu sehen. Hier kann ich ein ganz wenig Magie spielen. Vielleicht sehe ich mehr, wenn ich den Blick habe. Okay, also hier kann ich auch den Blick wieder benutzen. Gut. Ein Bild der Vorderseite des Museums. Vielleicht zeigt mir der Blick mehr. Okay. Oh, ein Hai. Hallöchen. Und Delfine. Oh, die Delfine mag ich mehr als den Hai. Oh mein Gott, hier ist ja alles geschlossen. Über Nacht geschlossen. Vielleicht weiß ich, was ich tun muss, wenn ich den Blick habe. Ich benötige eine Art Zugangskarte. Yay. Dies scheint einmal ein Museumsflügel gewesen zu sein, bis er für andere Zwecke gebaut wurde. Toll. Und ein Wimmelbild. Sehr schön. Ein Seestern, ein Anker, ein Schleppkahn, ein Stromkabel, so. Ein Barometer, eine Muschmuschmusch, Schnee, Blitz, Delfin, Krebs, Schiffssteuerrad und vier Schiffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, da haben wir zum Beispiel den Seestern. Da haben wir den Anker. So. Da haben wir das Stromkabel. Ah, da kann ich was machen. Eine Taste fehlt. Die hier ist... Achso, damit kann ich jetzt auch... Ah, okay, okay, okay. Durch die Knöpfe können wir hier wechseln. Okay. Also da haben wir zumindest schon mal den Krebs. Da haben wir das Schiffssteuerrad. Und da haben wir schon mal ein Schiff. Und da haben wir die Muschel. So, dann wechseln wir mal das Bild. Und da haben wir schon mal ein Delfin. Das ist das zweite und dann das dritte Schiff. Da haben wir das Barometer. Und da haben wir Schnee. Und da haben wir den Blitz. Da haben wir das Schiff. Schleppkahn. Das müsste das hier sein. Jawohl. Ey, das war auch ein cooles Wimmelbild. Stromkabel erhalten. Okay. Wasserflussdiagramm. Hier sind die Rohre aufgezeichnet, die den Wasserfluss regeln. Wenn ich das Wasser ablaufen ließe. Okay. Ein Diagramm der Wassertanks und des Rohrsystems. Okay.
muss ich das Cover einsetzen? Nö. Irgendwann kaufe ich mir mal einen bunten Dietrich hier, damit ich nie wieder einen Schlüssel brauche. Ja, tu das. Dann haben wir erstmal einen Schraubenzieher. Dieses Schild verbirgt mehr, als man zuerst erkennen kann. Ich werde hierhin zurückkehren, wenn ich den Blick habe. Okay. Oh, Piranha. Da stecke ich meine Hand nicht hinein. Nee, würde ich auch nicht machen. Okay. Aber hier bräuchte ich überall den Blick. Oh. Kann ich irgendwie den Wasserstand senken, sodass ich an das leuchtende Symbol herankomme? Mit Sicherheit. Irgendwo im Meeres... Was? Irgendwo im Meereskundemuseum muss man den Wasserstand einstellen können. Achso. Ja. Ah. Okay, da klemmt was. Aber da haben wir jetzt zumindest schon mal den Schlüssel. Aha, vielleicht ist dies auch magisch. Eine CD. Okay. Okay, zumindest haben wir erstmal den Schlüssel. Oder kann ich die CD hier einsetzen? Ja. Okay. Benutzen wir erstmal den Schlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Seiten sind überall verstreut. Erinnerung. Ristau... Was? Ristau... Restauratoren mit Wiederherstellung des Gemäldes beauftragen. Oh mein Gott. Konsole in der Lobby anbringen, sobald sie repariert ist. Mithilfe des Wasserspeichersystems kann der Wasserstand verändert werden. Alle sprechen von dem Geist, der auftauchte, nachdem die Kuratorin verstarb. Eine gute, gute Nachricht für mich. Niemand wird in ein Museum einbrechen, in dem es spukt. Okay. Ein seltsamer Geist? Das muss ein Feenwesen sein. Okay, da haben wir die Zugangskarte, die wir hier brauchen. Ja, okay, das sieht mir nach einem Büro aus. Okay, ich glaube, da brauchen wir das Stromkabel. Jawohl. Da brauchen wir dafür die CD. 03695. Okay. Die sollte ich mir aufschreiben. Vielleicht gehört sie zu einem Code. Ach nein, ich wollte nicht das Artefakt. Das wollte ich machen. Okay. Oh Gott. Schmutzig, aber ich spüre Magie. Das sollte ich mir merken. Okay. Brauchen wir bestimmt den Schraubenzieher? Jawohl. Und da fehlt uns natürlich eine Taste. Die im Wasserglas drin ist, wo der Piranha ist. Toll! Also kann ich ja noch nichts Großartiges machen. Ein Haken und ein Draht. Das bringt mich auf eine Idee. Toll. Der könnte nützlich sein, aber er ist festgebunden. Jetzt nicht mehr. Und da haben wir einen Haken. Oder Draht mit Haken. So kann man es auch sagen. Den wir hier beim Piranha nicht brauchen. Den Fisch... Achso. Habe ich aus Versehen den Fisch angeklickt. Ja... Dass der Fisch nichts bemerkt hat, das finde ich ja wow. Naja, okay. Aber wir haben zumindest schon mal die Taste. Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. So, jetzt brauche ich nochmal den Code.
0, 3, 6, 9, 5. Ah ja, und dürfen direkt ein Rätsel machen. Sehr gut. Wähle eine Wasserquelle aus, um zu sehen, wohin das Wasser fließen kann. Wähle eine Richtung aus, um das Wasser dorthin fließen zu lassen. Fülle alle Tanks auf, ohne dass sich der Wasserfluss überschneidet. Okay, dann versuchen wir doch mal unser Glück. Achso. Interessant. Achso, ich kann nur hier von den Dreiecken ausgehen. Okay. Ach so ist das gemeint. Okay, Moment, Moment. Da muss ich mal kurz überlegen. Da muss ich das so machen. Mal gucken, ob es klappt. So, du bist da. Ja, das geht eigentlich. Also schwer ist es nicht. Jo. Ah ja, oh. Der Wasserschein müsste gesunken sein, als ich den... Blablabla. Das sah aus wie eine Perle. Ach nee, nee, das ist hier das Zeichen, wo ich das Amulett einsetzen muss. Ja, toll. Zu früh gefreut. Ja, toll. So, ich da jetzt noch... Ja, gute Frage. Okay, da kann ich noch was machen. Hier müssen Wartungsarbeiten stattfinden, denn es sind keine Tiere zu finden. Alter, die konnte ich da mitnehmen. Okay, das habe ich jetzt nicht so richtig realisiert. Und wir sind jetzt in der magischen Welt. Yay! Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es in der magischen Welt hier aussieht. Hui. Ja, hat sich schon ein bisschen verändert, würde ich mal sagen. Was müssen wir jetzt machen? Achso, das... Feengemälde untersuchen und restaurieren, okay. Alles klar, ist ja kein Problem. Nehmen